Ja, hallo zusammen zu meinem neuen Video. Heute geht es um den Vergleich, Empfehlungen zum Thema Wohnwagen versus Reisemobil. Es gibt ja einige, die gar nicht den Unterschied kennen oder es wird oft verwechselt, Reisemobil, Wohnwagen, erlebt man bestimmt privat ganz oft, also ich zumindest mal, wird auch oft bei Presseartikel, wenn es jetzt keine Camping-Fachzeitschrift ist, falsch dargestellt. Und aus dem Grund dachte ich mir, komm, mach's mal ein Video dazu. Gerade für die ganzen Neueinsteiger, die sich vielleicht jetzt auf den Campingsektor oder auf Campingurlaub vorbereiten wollen und dann überlegen, ja, was wollen wir überhaupt für ein Mobil haben? Was hat das und das für einen Vorteil, Nachteil? Darauf möchte ich kurz eingehen. Ich packe euch auch noch ein paar Folien in den Abspann rein, so zum Nachlesen, dass man es nochmal so ein bisschen sich visualisieren kann, quasi auf dem Papier. Das so als kleiner Service. Ja, fangen wir auch schon an. Es gibt einen Wohnwagen und es gibt ein Reisemobil. Natürlich sind ganz viele Ausprägungen. Gehen wir mal zu den Typen, unterschiedlichen Typen. Der Wohnwagen ist ein Anhänger, der ein Zugfahrzeug benötigt. Also ich brauche ein Auto mit einer Anhängerkupplung letztendlich. Mit einem Wohnwagen mache ich eher Camping auf längere Tage oder längere Sicht. Teilweise sind es ja auch Dauercamping-Wohnwagen, für den reden wir jetzt mal nicht. Ich gehe immer noch von dem Rollenmaterial aus. Beim Reisemobil reden wir von einem Freizeitfahrzeug, das das Wohnen, Schlafen, Leben mit dem Fahrzeug an sich integriert. Das heißt, die Maschine, der Motor ist in demselben Fahrzeug wie mein Wohnraum auch. Das heißt, da rede ich von einem Fahrzeug. Das ist auch eher für so Kurztrips geeignet und so weiter und so fort. Ja, jetzt die Vor- und Nachteile von einem Wohnwagen, also von einem Anhänger, Wohnanhänger. Großer Vorteil ist, war auch bei uns damals ein Thema, ich habe immer ein Auto noch dabei. Das heißt, wenn ich am Urlaubsort bin, auf meinem Campingplatz beispielsweise, dann habe ich noch ein Auto dabei, weil mit dem habe ich ja den Wohnwagen dahin gezogen und bin noch mobil, kann noch Ausflüge unternehmen, kann einkaufen fahren oder. Das ist also, glaube ich, ein ganz, ganz großer Vorteil. Dann ist der Wohnwagen deutlich günstiger in der Anschaffung und auch im Unterhalt wie ein Reisemobil. Das darf man auch nicht vergessen. Also das ist eine andere Hausnummer. Ja, Nachteile. Der Nachteil ist natürlich, ich habe immer ein großes Gespann zu bewegen. Also Auto und Wohnwagen ist ja eine lange Einheit und das zu bewegen, auf der Straße zu fahren, ist nicht ganz so ohne. Manche haben mit Sicherheit auch Probleme mit dem Führerschein, weil ich muss auch auf die Führerscheinklasse achten, weil die gerade die neuen, die jüngeren Leute dürfen nur ja Fahrzeuge fahren und Anhänger bis 3,5 Tonnen. Zusammen, das ist dann schon ein Problem, aber auch im Anhang habe ich da nochmal eine Übersicht über die Führerscheine, könnt ihr gerne mal nachlesen, also nur, dass das als Problem quasi erkannt wird. Und ich habe natürlich die Tempolimitierung, ich darf mit dem Wohnwagen, sofern er die 100 km/h Zulassung hat, nur 100 km/h fahren, beziehungsweise teilweise nur 80 und im Ausland gibt es ja auch noch ganz verschiedene Regelungen, lassen wir mal ganz außen vor. Also da muss ich ein bisschen aufpassen. Genau, dann die Reisemobil. Vorteil des Reisemobils ist, es ist alles in einem Fahrzeug, das heißt, ich habe mein Fahrerkabine mit Fahrersitz und Lenkrad und allem drum dran und habe hinten dran direkt meine Sitzecke, meine Küche, mein Schlafbereich, meine Toilettenanlage und alles. Das ist alles in einem Fahrzeug, das ist ein großer Vorteil. Nachteil ist, ich bin natürlich nicht so mobil, weil wenn ich mit dem Reisemobil irgendwo stehe, dann komme ich, abgesehen von Fahrern oder Roller oder sowas, aber ich habe kein weiteres Auto in aller Regel dabei, bin ich nicht so mobil, kann nicht mehr weitere Unternehmungen machen. Das muss ich schon alles mit meinem Reisemobil machen. Also einmal einen Platz, alles abbauen und weiterfahren. Das ist eine Version. Dann ist es Gegenteil vom Wohnwagen. Ich habe natürlich eine teurere Anschaffung und einen teureren Unterhalt, weil ich ja ein weiteres Fahrzeug habe. Und auch der Unterhalt, was Versicherungen und Inspektionen betrifft, ich habe ein Auto nochmal mit Motor und allem drum dran, ist natürlich eine andere Hausnummer wie beim Wohnanhänger. Darf ich auch nicht vergessen. Ich habe allerdings als Vorteil noch ein kompakteres Maß und kann die einfacher bewegen und habe auch mit dem Führerschein da keine großen Probleme, weil zumindest mal bis zu diesen 3,5 Tonnen darf das jeder mit einem Klasse B-Führerschein fahren. Ob das mit 3,5 Tonnen jetzt sinnvoll ist wegen Zuladung und so weiter, lassen wir mal außen vor, aber es gibt ja durchaus welche, wo die 3,5 Tonnen dann haben und wo ich damit auch gut zurechtkomme. Ja, das wäre der Vor- und Nachteil, was das Reisemobil betrifft. So, jetzt zu meiner Empfehlung zum Schluss noch. Was würde ich empfehlen für welche Nutzerform? Wie gesagt, sind meine Empfehlungen, gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Meinungen.
Ich glaube, dass der Wohnwagen für alle mit Familien, mit kleinen Kindern der geeignete Weg sein wird, weil ich in aller Regel ja längere Zeit auf einem Campingplatz verbringe und die Infrastruktur des Campingplatzes auch nutze. Also die Sanitäreinrichtungen, die Spielplätze, die weiteren Freizeitangebote, die es da gibt. Das heißt, ich bin im Wohnwagen öfter mal längere Zeit auf einem Platz und habe dann dadurch Vorteile. Und wenn ich Kinder dabei habe, bin ich auch mit dem Auto noch mobil. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Punkt. Und es ist ein guter Kompromiss für alle preis- oder kostenbewusste Camper, die sich kein Reisemobil leisten können, wollen, fahren mit einem Wohnwagen auch sehr, sehr gut. Es ist eine kostengünstige Camping-Variante, auf jeden Fall. Ja, Reisemobil ist natürlich für alle, die gerne viel reisen und auch Kurztrips unternehmen und mal nicht länger irgendwo stehen wollen, sondern sagen, ich brauche auch keine Campingplätze unbedingt, ich kann mich auf dem Stellplatz stellen oder außerhalb und sowas. Für die ist das Reisemobil das geeignete Mittel, weil damit bin ich hier am Reisen und halte mich nicht so lange auf einem Platz auf. Das ist mit Sicherheit da sehr, sehr gewinnbringend oder auch lukrativ, sich ein Reisemobil anzuschaffen. Natürlich kann ich auch mal längere Zeit irgendwo stehen, das ist kein Problem. Ich bin nur nicht mobil, das muss ich halt einfach im Vorfeld wissen, wenn ich das möchte. Ja, das wären so meine kleinen Tipps, mein Fazit zu dem Vergleich Wohnwagen-Reisemobil. Ich hoffe jetzt gerade bei Neueinsteigern, die sich da jetzt erstmals Gedanken machen, dass da so eine kleine Hilfestellung war, wo der Unterschied zwischen Wohnwagen und Reisemobil liegt, weil das war so mein Anliegen, euch das mal in einem kurzen Video darzustellen. Und wünsche euch ansonsten viel Spaß beim Camping, sofern ihr jetzt damit startet, sowieso. Und alle, die schon dabei sind, ohnehin. Ich hoffe, wir können ja bald wieder. Und ansonsten bleibt gesund. Wir sehen uns oder hören uns beim nächsten Video. Macht's gut.